Ho, meine Damen und Herren, liebe YouTube-Community, hier ist Magical Acid 2 und mein Name ist Mamba Kiffer. Wie unten schon zu sehen ist, spielt Fnatic gegen EG Puma. Fnatic hier als Protoss und EG Puma als Zerg, logischerweise. Auch hier wieder ein toller Grafikbug. Bling. Ja, wir spielen auf Shakuras Plateau und ich habe eine wunderbare, tolle Sache, dass auch diese Sonde hier übrigens die falschen Farben haben. Das ist voll der Dreck. Aber okay, ja, ich hoffe, das ändert sich jetzt noch im Spiel. Nach so langer Zeit kommt mal wieder ein Replay. Es ist wirklich ein bisschen mies gelaufen. Dass jetzt eine Woche lang kein Replay oder mehr als eine Woche lang kein Replay kam, nur ich hatte auch anderes zu tun. Ich habe mal ein bisschen geleddert, ohne Erfolg. Ja, und gut, aber mein Gott, ist halt so. Ich will da mal ein bisschen aufsteigen und so weiter. Und hatte auch noch so ein bisschen andere Dinge zu tun und somit war ich ein wenig blockiert jetzt mit Replays machen. Ich hatte auch nicht so jetzt die unbedingte Lust. Aber jetzt habe ich mal wieder Lust und habe mir gedacht, komm, EG Puma, den mag ich und den casten wir und das tue ich. Oder wir, ich. Ich bin Einzahl. Ja, ich habe mich entschieden, also diese Freeplay hier zu casten. Wir sehen am Anfang nicht gerade besonderen Aufbau hier. Wir sehen alles recht klar und eindeutig. Ist ja wie in jedem Spiel so. Vorne das neutrale Supply Depot ist inzwischen auf MLG Maps recht bekannt. Ja. Die Scout-Worker man sich auf dem Weg, da das SCV, da die Probe. Ja. Barrick ist fast fertig. Moment keine weiteren Worker, aber natürlich auch nicht, denn Barrick fertig und dann kommt das Orbital Comet. Direkt das zweite Supply Depot, auch das ist hier alles Routine und das sollte es auch sein, logischerweise, denn sonst hätten wir ein Problem. Ja, direkt der Ready Point auf die Probe gesetzt, die verzieht sich aber schnell genug wieder und somit hier alles im grünen Bereich. Es werden höchstwahrscheinlich gleich, bin mal gespannt, was er jetzt hier noch so baut. Eine Mio runter, Worker auch klar und hier wird er jetzt gleich was hinpflanzen und zwar seine erste Echse. Wir sehen hier zweiten Kymanetik-Kern, Pylon, bisher noch nichts Besonderes hier, der schnuppert hier weiteren ein wenig mal rum. Hier kommt natürlich die Warp-Tor-Technologie an und der Stalker macht sich auf dem Weg. Chrono-Boost auf den Stalker hier, weil der kleine Dreckskerl da echt nervt und die Probe, die flitzt da immer noch fleißig über die Map. Da der zweite SCV, der zweite Space Marine ohne Ready Point, komischerweise, jetzt hat er den mal hier gesetzt. Zweite, dritte Barrack. Man setzt viel auf einmal, dann direkt das erste Gas jetzt hier. Das hat er hier schon längst und ist auch schon vollständig aus. Und, ja, die Probe muss jetzt mal dran glauben. So, das vordere Supply Depot wird aufgeräumt. Erste Ex auch hier vorne und der erste Stalker latscht da fleißig weiter über die Map. Ja, erste Backfast fertig. Weitere Worker die ganze Zeit schön durchgepumpt. Worker ist natürlich der Protoss ein wenig im Vorteil. Aber das ist ja nichts Neues. Warp-Tor-Technologie ist noch nicht ganz durch. Überhaupt noch nicht. Sentry da unten und der Stalker hat auch keine Chance, da durchzugehen. Und da kommt die erste Ex jetzt auch weiter. Ex hier unten auch noch nicht fertig. Weitere Probes, weitere Sentry und ja, das sieht im Moment alles ganz klar aus. Bisher hier nur ein einziges, jetzt das zweite Gateway, das ist natürlich, ich habe schon gefragt, wo es bleibt. Da kommt die Factory, auch die klar. Und jetzt werden hier erstmal SCVs gepumpt. Weiter. Jawohl. Und dann wird hier auch gleich irgendwann die Echse nehmen. Aber erstmal hier ein bisschen verstärken noch. Noch hat er Platz nach oben, um hier auch noch weitere Worker ranzuziehen. Supply Depot passend. Beide Barracks, beide Gase genommen und die Armee an Space Marines zieht jetzt mal hier raus und dann wird jetzt gleich auch hier geliftet höchstwahrscheinlich. Wir sehen, Timpack kommt auf, wir sehen hier noch keine weiteren Sachen dran, kein Tackle oder so, bisher auch nur das Mars Space Marines und da kommt jetzt mal der Stalker hier hochgeflitzt, zieht sich auch wieder zurück und der hier oben, der guckt hier nach Pylonen. Die sind da oben ja oft gerne versteckt. Auch hier unten sind auch Pylone mal zu finden. Hier sind Pylone zu finden, hier oben. Aber die sind dann schon meistens zu weit weg. Aber da ist gerade hier oben ein sehr beliebter Platz dafür. Müsstet ihr drauf achten mal.
Ja. Reaktor. Ups, scheiße. Falsche Taste und wieder ganz nach vorne gesprungen. Ja, das ist ja mal super toll von mir. Ich lasse das jetzt durchlaufen, weil ich meine eigene Schusseligkeit einfach so wunderbar toll finde. So, okay. Wir sind wieder halbwegs passend. Ich entschuldige dies. ja. Der Stalker läuft da fleißig nach vorne und wir sehen Spaß Marine, der da nochmal hochgeht, weil das hatten wir ja gerade schon, aber so genau konnte ich das jetzt nicht abpassen. So, der erste Marauder, auch klar, hier Standard Space Marines, Stargate, jetzt muss ich wieder, Stargate, das ist nicht richtig, das ist ein Starport, ich verwechsel immer Stargate und Starport, es geht jetzt schon so lange und ich kann das immer noch nicht, okay. Ja, Reaktor. Oh, klar. Space Marine kommt da angelatscht und Space Marine gegen Stalker. Klappt nicht gut. Das sehen wir hier. Und wir sehen sonst hier hinten seine Armee und die besteht bisher nur aus Sentries. Aber jetzt kann er hier macht hier also Warp Gates raus und jetzt wird der Stalker auseinandergenommen. Aber nein, der sieht das natürlich und zieht sich hier zurück. Da kommt Bersi rangezogen. Erst 1-0er Panzerung-Upgrade und sonst Sturm-Upgrade, also Speed-Upgrade für die Berserker auch. Das ist ja eigentlich eine Standardsache hier. Da den Pylon, den sollte er mal weghauen. Ja, auch den schön abgebrochen von ihm. Jetzt geliftet er hier runter. Und hier hat er geliftet, um dann hier den Reaktor für die Medivacs zu benutzen. Hier kommt das, der Reaktorrand da, das Tech-Lab. Dann haben wir den Dreieraufbau mit zwei Tech-Labs und einem Reaktor. Den kenne ich auch als Standaufbau, den hat man mir so gelehrt. Jetzt kann ich hier gleich die ersten Upgrades auch durchrasseln lassen. Worker-mäßig liegt er hier zurück, aber das hält sich noch in Grenzen. Die fliegende Fabrik, ja, das ist auch schön zum Scouten hier, Süter alles. Und ja, das ist interessante Sache, die ich selbst so noch nie gesehen habe in einem Game. Also selbst, wo ich selbst gespielt habe, das sieht man nur mal in Replays oder so, habe ich das mal mitbekommen. Ja, das ist eine Armee hier. Wir sehen Sentries, Berserker, Stalker-Mischung. Aber ist nicht Berserker-lastig, sondern eher Stalker eindeutig Berserker-lastig und nicht Stalker-lastig. Die Sentries auch hier zur Unterstützung. Also gegen Berserker Marauder mit Concussive Shells hatte die drin. Forscht er sie? Ja. Wir sind auch gleich fertig. 1-0 Upgrade geht hier auch durch. Und ja, jetzt wird hier ein Drop gemacht. Schön ein Stim da rein, um dann die Probe hier mitzunehmen. Jetzt bin ich mal gespannt. Da oben kommt ein Pylon. Und sieht er den? Ja, jetzt sieht er ihn. Und jetzt bin ich mal gespannt. Er zieht hier sofort hoch, bekommt das schnell genug mit, kann vielleicht den Pylon noch zerstören. Jetzt kann er bestimmt direkt. Jetzt bin ich mal gespannt. Schönes Hit and Run, schönes Hit and Run. Kann da vielleicht die Berserker noch auseinanderschätzen und so jetzt perfekt eingeladen. Also wirklich tolle Aktion hier. Konnte da schön stressen. Und jetzt können wir hier hinten auch noch schön ein paar Probes vielleicht abreißen. Ja, perfekt hier. Da die Berserker schön auch reingeworfen. Das natürlich perfekt reingeworbt. Und ja, da kann man wirklich nur sagen, hammermäßig. Ja, da ist Ende im Gelände. Und kann da zwei Marauder retten. Das ist auch das Mindeste. Erst zweite Echse. Und da machen sich direkt die nächsten nach vorne, um hier weiter Druck auszuüben. Pylon hier gesetzt, um dann hier auch gleich so scheich hinzu. Ja, vorne hier zu, um dann hier gleich zu exen. Und da macht sich der nächste Teil der Armee auf den Weg. Der Spaceman steht hier oben, um abzudecken, um weitere Pylone, die vielleicht kommen, zu gucken. Da kommen High Templar und da 2-0er Panzerung. Und wir sehen, das Infanterie-Upgrade ist so gut wie durch. Kann jetzt hier ein bisschen mal auseinandernehmen und kann sich dann hier zurückziehen. So, ein Archon haben wir. Zwei Archons haben wir jetzt hier. Das ist natürlich Archons. Ist wirklich ein tolles Ding. Da bin ich mal gespannt, wie er jetzt, E.G. Puma, darauf gleich reagiert. Wir jetzt auch mal das Panzerung-Upgrade und wir sehen drei Ghosts. Die braucht er. Die sind jetzt perfekt natürlich. Die braucht er nämlich dringend gegen die verdammten High Templar und vor allen Dingen gegen Archons. Sonst seine Armee jetzt immer noch Berserker-lastig, aber wirklich jetzt nur noch Berserker-lastig. Die Stalker sind vollkommen
weg. Da steht ein High Templar. Ziehsturm ist noch nicht drin, das ist natürlich bitter. Den sollte er langsam mal, wo auch immer ich den, wo man den kriegt, mal da langsam reinboxen. Ja. Ja, put. Das ist der Rest oder ein Teil der Armee. Wir sehen hier kommt die Goldechse. Natürlich auch das praktisch. Er nimmt nicht die, sondern direkt die Goldechse. Sieht, hat ja auch hier die, also eigentlich die Karten überhaupt, finde ich. Und kann somit sich auch locker diese Echse hier schnappen. Planetary Fortress, ganz nett. Wir sehen die drei, die fünf Ghosts. Auch die natürlich mit ihren EMP-Schlägen wirklich toll gegen Archons und gegen die High Templar vor allen Dingen, die ja wirklich. Da kommt nochmal ein Archon. Sieht hier alles. Und sieht jetzt auch, wie er sich hier die Goldechse schnappt. Spätestens jetzt sollte er es sehen. Ich weiß also jetzt auch Bescheid hier, Goldechse soll hier möglicherweise genommen werden. Die Armee hier auch wirklich perfekt, lastig auf Bio. Und da ist ja, muss man ja sagen, dass Bio meiner Meinung nach wirklich eigentlich das Beste ist gegen Protoss. Da Tanks einfach viel zu schnell von allem eigentlich, was jetzt Protoss hat, gebasht werden können. Helions sind zu schwach und dementsprechend hier alles perfekt. Jetzt hier weitere Barracks. Er hat ja jetzt genug hier Material. Sind noch lange nicht bei, bei 200 Supply. Also noch lange nicht, ist gut, auch wieder falsch, aber ne. Vielleicht sollte das ja nochmal reinbringen, um die Anfangsenergie einfach so ein bisschen zu erhöhen. Ja. Bringt er hier doch tatsächlich auch noch Kolosse. Da, der eine. Und vier Archons. Das ist schon ein ganz ordentliches Ding. Aber mit dem bisschen. Ja, die Factory wird sterben. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken darüber zu machen. Er kann sich aber jetzt zurückziehen. Aber die Factory ist zum Tode verurteilt. Gehe ich mal von aus. Ja. Eindeutig. Ich entschuldige die Lags, die irgendwie gerade in meinem In-Game-Spiel hier so wunderbar stattfinden. Spielt hier ein bisschen mit ihm und kann ihn retten hier. 2-0 Upgrade, Einzeltarnung und Schiffswaffen Upgrade. Er hat hier die Kolosse gesehen und muss da jetzt auch mal schnell gegen handeln. Wir sehen hier zwei Kolosse, einige Archons immer noch und immer noch sehr stark berserkerlastig. Und das ist die eigentlich die fatal, das dümmste und blödeste für ein Terraner. Vielleicht sollte er ein zweites Engineering Bay bauen, um hier schneller die Panzerung durchzukriegen, weil Berserker mit der Upgrade-Anzahl sind echt. Das wird jetzt echt bitter. Jetzt bin ich mal gespannt. Schönes Hit and Run hier. Aber trotzdem steht da noch einiges, und zwar einiges Hohes noch.